Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute zum Thema, wie ernähre ich mich nach einer Diät, nach Cezero, egal was ihr gemacht habt, um in Form zu kommen. Viel Spaß dabei. So ihr Lieben, also wie ernähre ich mich nach einer Diät? Was mache ich? Macht man das die ganze Zeit weiter? Vor allem, wenn man zum Beispiel eine Diät hat, die sich so aufbaut. Das heißt, ihr habt am Anfang ein bisschen mehr und dann geht es runter mit den Kalorien. Und hier wollte ich einfach mal sagen, es ist auch für mich so, dass wenn ich mich auf etwas vorbereite, auf ein Event, auf ein Shooting oder sowas, dann ist es vielleicht auch einen Ticken drüber. So würde ich mich vielleicht nicht auf meine ganz normale Sommerfigur vorbereiten, wenn ich jetzt weiß, ich habe ein paar Winterkilos so nach Weihnachten und Silvester mir angefressen, dann macht man einfach ein paar Wochen und dann hört man da auf, wo man sich wieder wohlfühlt. Aber für euch im Kopf, ich kenne uns ja oder ich kenne uns Mädels einfach, ist es so, ihr könnt dann irgendwie nicht wieder den Schlussstrich finden und sagen, jetzt esse ich wieder normaler. Normaler heißt für mich nicht, dass ihr alles so macht wie vorher, sondern das Erlernte, alles, was ihr in der Diät vielleicht über, also über eure Ernährung, über Lebensmittel, über Makros, über euren Bedarf und so auch gelernt habt, dass ihr nicht alles über Bord werft, aber auch nicht alles so extrem macht, wie zum Beispiel es in irgendwelchen Diätplänen steht, sondern euch einfach sagt, es geht wieder lockerer, euch klar ist im Kopf, es geht auch vielleicht 1-2 Kilo wieder nach oben, dass ihr euch davon schon nicht fertig machen lasst, sondern auch bei mir ist es so, nach Cezero bin ich jetzt 1,5-2 Kilo. Kilo wieder nach oben gekommen und für mich völlig eine, also wirklich jetzt, dass ich sage, ich fühle mich richtig wohl. Ich zuppel nicht immer an mir rum, weil aus den Jeans irgendwas rauskommt. Ich bin jetzt aber auch nicht krass gerippt oder sowas, sondern man sieht ein paar Bauchmuskeln und so fühle ich mich zum Beispiel viel, viel wohler, einfach weil ich wieder mit vielen Menschen was essen gehen kann, Freunde, Familie einfach an einen Tisch holen kann und nicht immer sagen muss, ich brauche jetzt die Pute, das Steak und mit wenig Fett gebraten, sondern an den Tagen, wo es dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr ist, da ist es dann einfach mehr und da muss ich halt nächsten Tag gucken, dass es nicht ganz so übertrieben nochmal wird oder sowas. Also, dass ihr einfach immer so einen Ausgleich findet. Was sagst du dazu? Ich sag dazu, dass du absolut recht hast, dass man sicherlich für gewisse Ziele im Jahr immer mal wieder runtergehen kann. Für mich ist es immer direkt nach den Weihnachtsfeiertagen, nach dem Neujahr, dass ich mir sage, ich will einmal unten sein. Auch wenn es ein bisschen vielleicht zu weit unten ist, um noch wunderhübsch zu sein, ja, sondern man schon den ein bisschen hat, ist es mir einfach wichtig, mal wieder nach einem Plan 10 Wochen lang reinzudonnern und ja, wirklich runterzukommen, damit ich mir auch wieder auch Cheat Days gönnen kann und Cheat Meals und ja, so ein bisschen auch ein besseres Gefühl habe, ja. Wenn ich also gut in Form diese ganzen Cheat-Days und so mache, ist natürlich einfach auch fürs Feeling, das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, für mich besser, als wenn ich jetzt eh schon ein bisschen hier und da meine Problemzone habe, ausgeprägt, und dann halt die Cheat-Meals und Days drauf habe. Und deshalb ist es dann cool, nach so einem Tag oder Event oder was auch immer, ja, dort auch dann vielleicht sogar ein paar Fotos zu machen oder sowas. Ich meine, wir arbeiten auch in der Branche, Alina macht sogar noch zeigt noch viel Haut für Boom Boom und Rocker. Ich habe noch nie viel Haut gezeigt, aber trotzdem fühle ich mich dann einfach auch wesentlich besser. Und, aber ja, es ist ja auch im Programm oder in einer Diät generell so, dass man, ich finde auch einen, also für mich zumindest, das gilt auch bestimmt nicht für alle, aber einen starren Plan, der ist für mich sehr, sehr gut, weil ich einfach Disziplin und Durchhaltevermögen beweisen muss, bis zum Ende durchzukommen und dann auch ein super Ergebnis auf jeden Fall erwarten kann. Würde ich mir zwischendurch immer schon so ein paar Ausnahmen gönnen, heißt es nicht, dass ich von den Cola-Krachern, die ich jetzt gerade im Schrank genascht habe oder sowas, dass ich davon sofort zunehmen will oder werde. Sondern für mich einfach im Kopf, morgen kann ich das auch noch mal ein bisschen machen und dann noch ein bisschen. Also es ist wie, als ob eine Grenze im Kopf, eine Barriere durchbrochen wird. Und das ist zum Beispiel auch so, dass viele, wenn sie vielleicht auch noch zum Thema Cheat Day und Cheat Meals und sowas, dass sie sowas gar nicht brauchen. Für uns macht es einfach Spaß, nach einem bestimmten Tag zum Beispiel sowas mal zu machen. Wir sind aber auch nicht mehr so extrem wie früher. Sondern wir machen das ja jetzt auch in abgeschwächter Form oder aber auch wirklich, dass ihr danach mal guckt, was ist denn überhaupt mein Bedarf. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auf rockernutrition.de in den Kalorienrechner benutzen, euch also eingeben, Alter, Größe und sowas, seid ihr männlich, weiblich, was ist euer Ziel, möchtet ihr noch weiter abnehmen, zunehmen, möchtet ihr jetzt euer Gewicht halten, was ist euer Aktivitätenlevel am Tag, seid ihr die ganze Zeit nur beim Rumpesen, sitzt ihr die ganze Zeit auf dem Stuhl,
und so weiter und so fort. Diese ganzen Faktoren werden zusammengenommen und ihr kriegt euren Bedarf raus. Und da könnt ihr und eure Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Und dann könnt ihr zum Beispiel euch auch mal eine Tracking-App nehmen, wer möchte, und kann einfach mal ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Also nicht nach einem Plan, wo es einem vorgegeben wird zu essen, sondern wirklich seine Mahlzeiten da drin tracken und gucken, was über den Tag so alles zusammenkommt. Manche werden vielleicht viel zu wenig essen, manche werden viel zu viel essen und manche werden einfach mal ein gutes Gefühl dafür bekommen, wo ist mein Bedarf und was esse ich so nebenbei vielleicht auch einfach am Tag. Manche essen ja zum Beispiel Studentenfutter oder sowas, was auch nicht schlimm ist. Ich möchte überhaupt keine Nahrungsmittel in gut und böse teilen, sondern einfach, es sind ganz viele Nüsse, Nüsse haben ganz viele Fette und damit halt auch extrem viel Kalorien, die so nebenbei, wenn man dann noch drei Hauptmahlzeiten am Tag isst, auch extrem viel ausmachen können. Mhm. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die, mit denen man sich danach erstmal vielleicht beschäftigen muss, um zu gucken, und auch genau ins Gegengesetzte natürlich, esse ich zu wenig. Ne? Machen auch ganz viele, schreiben mir, ich esse nur ungefähr 1.000-2.300 Kalorien am Tag. Das ist viel zu wenig für den normalen Tagesbedarf. Also ihr könnt wirklich mal rechnen und selbst, also ich glaube, ich habe so einen Bedarf von 1.921, irgendwas dazwischen gerade. Und wenn ich jetzt kommen würde mit, ich esse nur 1.2, wäre es auf jeden Fall viel, 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 viel zu weit drunter. Willst du noch was sagen, wie man sich danach ernähren kann? Ja, also ist halt das Ding, denkt nicht von Tag zu Tag. Ja, also wenn man zum Beispiel einfach so zunimmt über Nacht, kann das ganz viele Gründe haben. Du kannst irgendein falsches Gewürz getroffen haben, du kannst viel wenig Salz gegessen haben, du kannst also ganz viele Sachen passieren. Das heißt nicht, dass du etwas falsch gemacht hast und auch nicht oder zu viel gegessen hast oder irgendwas oder das Falsche gegessen hast mit zu viel Kalorien. Das muss das überhaupt nicht heißen. Die Probleme hatte ich auch halt früher, wo ich von Tag zu Tag gedacht habe, immer wieder auf die Waage gegangen bin, so als ich noch keinen Plan von Kilokalorien reduzierter Diät hatte und dann gedacht habe, Mann, am nächsten Tag was mehr, dachte, scheiße, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Dabei war das überhaupt nichts Falsches. In dem Fall sowieso nicht falsch, das wisst ihr ja, sondern für mein Ziel auch falsch. Das ist mein Ziel, dort abzunehmen, kann man einfach nicht von Tag zu Tag sehen. Es können diese oder jene Auswirkungen haben, Wasser ziehen, Hormonhaushalt und Stress, so weiter. Alles Mögliche kann damit reinspielen. Und deshalb nicht geißeln, nicht fertig machen, nicht noch mehr Stress im Kopf machen. Und Thema Waage ist ja vielleicht auch gleich dazu einzugehen. Man muss ja nicht jeden Tag auf die Waage steigen. Schmeißt sie weg, guckt in den Spiegel, wie wohl fühlt ihr euch? Wo wollt ihr hin? Was wollt ihr überhaupt erreichen? Manchmal stelle ich mich auf die Waage und da steht ein total hohes Gewicht nach so einer, weiß nicht, habe spät gegessen oder was weiß ich gemacht. Und dann gucke ich in den Spiegel davor und habe gedacht, Mann, ich sehe aber heute gut aus. Und dann macht mir die Waage danach wieder total das miese Gefühl, obwohl sie mir überhaupt nichts sagen sollte. Deswegen entweder stellt sie weg und benutzt sie einmal die Woche, einmal im Monat, weiß ich nicht was, wenn überhaupt. Manche haben überhaupt keine Waage von euch, finde ich auch gut. Also eine Waage ist eigentlich kein schlechtes Instrument, um sich jetzt immer mal wieder so zu checken, was los ist. Aber es soll einen nicht im Kopf fertig machen. Und ich war übergewichtig, ich hatte immer Probleme damit und die Waage war immer so ein Geißelungsinstrument. Ja? Also es war immer negativ behaftet bei mir im Kopf. Und mittlerweile habe ich es eigentlich geschafft, dort nicht mehr darauf viel zu geben, beziehungsweise die positiven Sachen zu sehen, dass wenn ich wirklich auf Diät bin und ich nach einer Woche weniger wiege als vorher und alles klappt und mir geht's gut, dann weiß ich, okay, cool, die Diät scheint wirklich so zu funktionieren. Genau. Und geht in die richtige Richtung. Ich probiere nach einer Diät dann einfach darauf zu achten, genügend Protein zu mir zu nehmen. Ich mache High Carb, Low Fat meistens. Natürlich kommen auch mal Fette rein wie Avocado, Omega-Kapseln und auch mal Tofu und so weiter. Aber im Grunde genommen probiere ich den Proteinbedarf einigermaßen zu decken. Ich bin ja hauptsächlich vegan. Ich bin vegetarisch. Ja, ich esse auch Käse und Quark und so weiter. Aber sehr, sehr viel vegan. Und trinkt dann natürlich auch Proteinshakes und so weiter, aber da ist es mir nur wichtig, den Proteinbedarf zu decken. Das heißt 1,5 pro Kilogramm Körpergewicht oder 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht reicht mir vollkommen aus und dann eigentlich das Fett unten zu halten und natürlich Daily Essentials, generell auch Mikros zu mir zu nehmen und so weiter. Also 100% achte ich nicht auf alles, aber so, dass es ungefähr eine Range hat. Mal ist auch ein Tag, wo ich ein bisschen mehr Fett habe, mal ein Tag ein bisschen weniger und so weiter und so fort. Aber irgendwann hat man dann auch ein Gefühl so ein bisschen, das war heute wirklich ordentlich, vielleicht am nächsten Tag ein bisschen weniger, ohne jetzt zu sagen, scheiße, das war richtig krass viel, ich darf morgen nichts mehr essen. Ja, sondern eher so ein bisschen Selbstkontrolle, Souveränität, ja, irgendwann dahin zu bringen, ist viel cooler auch für den Kopf, als sich immer wieder, nein, scheiße, doch, okay, hin und her.
Und auch wenn ihr zum Beispiel als Ziel irgendwie noch habt, weiter abzunehmen oder zu halten, also egal welche Ernährungsform ihr macht, zum Beispiel Low Carb oder High Carb oder sowas, ihr nehmt mit beiden mehr oder weniger das Gleiche ab, weil wenn ihr eine Zahl habt, einen Kalorienbedarf am Tag und die heißt 1,8, dann ist es egal, ob ihr die Diät High Carb oder Low Carb macht. Das kommt in ganz, ganz vielen. Ah, wenn ich jetzt aber High Carb mache, dann darf ich ja Kartoffeln, Nudeln, Reis und so mehr essen als bei Low Carb, dann nehme ich aber nicht so viel ab. Das stimmt so nicht. Nein. Gar nicht. So, und jetzt habe ich noch ein Thema zum Schluss, das schließen wir vielleicht damit ab. Und das ist das Thema, was sagen andere über mich, wenn ich jetzt gerade eine gewisse Form habe. Und da versucht bitte, euch nicht beeinflussen zu lassen. Weder bei euren Freunden, eurer Familie, lasst euch nicht sticheln, du hast immer noch ein paar Pfunde zu viel oder sonst was, sondern du musst dir gefallen, egal wie du aussiehst, sondern du läufst mit deinem Körper rum, nicht deine Familie und nicht deine Freunde. Und wenn du zum Beispiel bei Instagram Fotos siehst, auch von mir oder sonst was, man stellt sich auf Fotos immer gut hin. Man möchte auf keinem Foto scheiße aussehen. Aber jeder, kann ich euch versprechen, hat in der Realität irgendwo mal ein Problemzündchen, einen Pickel, hier steht ein Haar ab, so wie bei mir. Also ihr müsst nicht alles glauben, was ihr überall seht und es auch als Anreiz nehmen, genau so auszusehen. Vielleicht habt ihr eine andere Genetik, vielleicht habt ihr ein ganz anderes Ziel. Also der Körperbau ist einfach anders. Ihr könntet so gar nicht aussehen. Deswegen nehmt euch einfach euer Ziel vor, egal ob es eine Zeitangabe ist, ein Spiegelbild, was ihr gerne haben wollt. Klebt einfach vielleicht einfach als Motivation, kann man sich immer irgendwo welche Bilder hängen. Sprüche, Körperformen, die man toll findet. Aber erwartet nie, dass ihr genau das trefft und seid dann enttäuscht oder sowas. Sondern versucht euch euer realistisches Ziel zu setzen. Julian hat immer eine ganz gute Formel, die heißt die Smart-Formel. Die ist nicht von mir, aber die verwende ich. Also smart, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Sollte ein Ziel sein und generell zu der Sache, die Alina gesagt hat. Andere, wenn die euch kritisieren wegen eurer Figur oder irgendwas, die müssen das machen. Ich sag euch warum. Der Mensch ist dazu geboren, eigentlich Krieger zu sein. Ja? Wenn zwei Dörfer aufeinander getroffen sind, dann haben die sich bekriegt. Und dann gab es Mord, Totschlag und weiß der Geier was alles. Da wir zivilisiert leben, ist das nicht mehr so. In den meisten Fällen, zumindest hier in dieser Himmelssphäre. Und irgendwie muss der Mensch sich ja ausdrücken trotzdem und muss sich ja seinen Krieger rauslassen. Und das passiert nun mal, indem er andere zum Beispiel kritisiert, fertig macht, obwohl es überhaupt für denjenigen gar kein Nutzen ist. Und das Problem ist dabei nur, du fühlst dich, dass du was falsch machst. Und das solltest du tunlichst unterlassen und den seine Abreaktion quasi einfach lassen. Der reagiert sich einfach ab. Ja, der braucht es, ist innen drinne und fertig aus und du kümmerst dich um dich. Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt, vielleicht fühlt er sich selber unwohl und versucht es auf euch zu projizieren. Und wie gesagt, es ist ganz normal, dass er das macht. Ganz normal. Ja, so. Also, seid so, wie ihr seid. Versucht, euer Ziel euch zu setzen. Und genau, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen geholfen. Und jetzt seht ihr einfach noch mal ein paar Sachen, die Julian und ich jetzt so nach der Diät alle gegessen haben. Und dazu gehört vor allem auch ganz leckeres Sushi. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich kann die Modern Cheat Life übrigens empfehlen. Ja? Modern Cheat Life ist der Anti-Jojo-Guide. Und zwar wirklich, dass ihr tracken lernt, mit Hilfe einfach von Bausteinen. Es ist die einfachste Form, jemanden das Tracken quasi beizubringen beziehungsweise seinen Kilokalorienbedarf zu decken mit Cheat Meals und allem drum und dran. Das ist die einfachste Methode, sowas überhaupt zu machen. moderncheatlife.de. Okay, also ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich wie immer freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Alina und euer Julian. Ciao. Tschüss. Hallo meine Lieben, willkommen bei Team Alina. So, hallo ihr Lieben, wir sind Sushi essen. Ich wollte euch mal mitnehmen, was es hier so gibt. Wir haben nämlich nicht reserviert und keinen Tischer bekommen, deswegen sitzen wir jetzt hier an der Bar, alle drei oder alle dreieinhalb. Unter mir sitzt Lilly und hält ein Nickerchen und benutzt das Sachbestellt und ich zeige euch gleich, was es gibt. Mit den Herren kann man nicht essen gehen, das ist mir sehr unangenehm. Es tut mir wahnsinnig leid, wenn mir jetzt gerade in meinen Haaren gefuffelt So, Vorspeise ist angekommen. Ich habe hier Nori-Reis-Crips mit Lachs, Radieschen und würzigem Miso. Dann habe ich hier ein Thunfisch-Tatar und das hier teile ich mit dem Tobi. Das ist Wolfsbarsch, Chunky Wapu, Kata, wie auch immer und Frühlingszwiebel.
weird. Auch ein Tatar. Und Julian hat ein Selfie. Was gibt's bei dir? Ich hab so ein Green Salad. Pilze, Süßkartoffeln, Gemüse. Voll geil. Das ist hier die Location. Da oben kann man auch noch sitzen, aber es ist noch nicht offen. Und hier ist die Bar. So sieht das hier aus. So, das sind Edamame und das hier ist frittierter Blumenkohl mit einer Trüffelsoße. Die schmeckt richtig, richtig lecker. Und die wird ein bisschen aufgehoben, weil da wird dann nochmal die Edamame reingedippt. So, eine Stunde gequatscht, glaube ich. So lange hat das Essen auch gedauert, weil mir ist es nicht voll gewesen. Aber jetzt habe ich wieder Riesenhunger und es gibt Folgendes. Also hier gibt es außenrum Lachs, es ist frittierte Garnele und Avocado. Und auf der anderen Seite haben wir außenrum Avocado und Sesam und innen drin ebenfalls frittierte Garnele und Gurke. So ihr Lieben, jetzt gönne ich mir einen kleinen Snack zum Fernsehen gucken. Und zwar ein Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie. Sonst esse ich ganz gerne Half-Baked, aber heute habe ich richtig Lust auf Schokolade. Wenn ich Half-Baked nehme, dann mache ich mir manchmal noch so einen heißen Schokogateau oder sowas, also den man in die Mikrowelle macht und der Kern in der Mitte flüssig wird. Aber heute ist ja einfach nur ein bisschen Eis auf der Couch zu einem guten Film. Und Julian guckt da gerade, vielleicht gucken wir noch irgendeine Staffel oder eine Folge von Billions oder was kommt noch? Ui, Billions. Billions ist da. Genau, sonst gucken wir auch super gerne Suits. Und ich brauche immer, wenn ich was Süßes esse, auch eine coole Serie. Also ich kann nicht nur Fernsehen glotzen. Ich hätte auch gerne eins. Ja, und Julian, der macht heute eine kleine Ausnahme. Aber ich dachte mir, heute Abend gönne ich mir mal was. Also, auf das Eis. Bis, gute Nacht. Bis dann, wollte ich sagen. So ihr Lieben, wir haben heute Abend ein Geschäftsessen und darauf freue ich mich, weil es gibt ganz lecker Essen. Wir sind hier im Midtown Grill und jetzt suche ich mir was Schönes aus der Karte aus und genieße schon wieder vorher mal das Brot. So, wer mich kennt, weiß ja, ich bin Brotliebhaberin, aber wir haben noch mehr Brot bekommen. Guckt euch das an. Hoffentlich noch warm. Und es wird jetzt hier gleich in die Dips getunkt. So, bei mir gibt es jetzt Rindertatar. Auf geröstetem, angeröstetem Brot und einer Senfsoße. Und dazu gibt es noch Brot. Ja. So, hier drüben gibt es ein Tenderloin Steak, 250 Gramm mit Kartoffelpüree und Pilzen und Spinat. Bei Julian gibt es Spargel, grüne Bohnen und Kartoffeln. Ja. Und bei mir gibt es, das ist, passt mal auf, das ist Leber. Und das ist Kartoffelpüree, da muss ich mal kosten, was das für eine Soße ist, mit Zwiebelringen. Hallo ihr Lieben, so, wir machen jetzt Mittagspause gemeinsam. Wir haben sie vorhin verpasst. Ja, denn Mittagspause heißt jetzt 15.30 Uhr. Normalerweise um? 13 Uhr haben wir immer mittags, genau, immer mit dem Team zusammen. Und ja, Julian und ich waren etwas fauler, wir haben nicht vorgekocht, wir haben uns mal was ganz Neues. Speise ganz bestellt. Neues. Radikal neu. Ganz krass neue Sache, Sushi. Sushi. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich zum Mittag so esse. Also, genau. Also, ich habe hier Inside Out, das ist Lachs Avocado, das ist mega lecker, das habe ich immer 8 Stück. Und dann habe ich 2x6 noch, einmal Maki, Lachs Avocado und einmal Garnele Avocado. Ebi Avo Maki. Genau. Und Julian hat auch immer das Gleiche, ja, pass immer. Mal auf. Sie weiß schon immer, wenn ich sage. Also ich habe Summer Rolls und zwar mit Tofu. Die sind jetzt nicht so super kalorienreich und deshalb, aber die stopfen wie sonst was. Das ist sehr cool. Was dann, ist denn da drin in so einer Summer Roll? Also so eine Tofu und so eine Reis, Glasnudeln, ja genau, nicht Reisnudeln. Und so ein bisschen Gemüsesalat. Ja, das war's eigentlich. Okay, was ist das hier? Für das, die Vegetarier, wenn ihr mal was Vegetarisches Tofu, wollt. Tofu, Omelette drin und außen Gurke. Und dann haben die noch irgendeine Soße mit drüber, die ja... Das kannst Ganze du mal ganz machen. Kurz nochmal vegetarisch, was gibt es noch für Alternativen, die vegetarisches Sushi vielleicht essen möchten? Es kommt mal darauf an, was die so anbieten. Natürlich gibt es Kappa Maki, also Gurke drin, es gibt Avocado drin, Rettich, der Pilz ist geil. Also wenn ihr Shiitake meistens, manchmal auch andere Sachen, und zwar Saibling. Saibling. Saibling, genau. Saibling ist, glaube ich, sogar Fisch, ne? Da habe ich es mal verwechselt. Genau, sowas innen drin schmeckt immer ziemlich gut. Omelette, also ich esse eigentlich sehr wenig Ei, ganz selten im Urlaub und manchmal auch im Sushi mit drin. Ja, Ei ist immer eine Sache. Und ansonsten
ja, Gemüse packen die auch manchmal auch Paprika oder sowas, bin ich halt kein Fan von. Ich liebe das, wenn außen irgendwas ist und innen. Ich habe sonst, wenn ich jetzt nicht doll drauf achte, auch gern außen Avocado oder außen Omelette, also viel davon und natürlich innen drin Cream Cheese. Dann. Genau, darauf wollte ich gerade, vielleicht kannst du noch mal die Kamera nehmen. Selbstverfreit. Gerade drauf hinweisen, wenn ich gar nicht drauf achte, dann würde ich auf jeden Fall Cream Cheese noch in die Mitte mit reinpacken, ja, zu der Avocado. Wenn ich ein bisschen mehr drauf achten würde, dann könntet ihr zum Beispiel genau das, was Jürgen macht, Gurke außenrum machen oder auch Gurke nur reinstecken. Lachs hat natürlich auch viel Fett, da könnte man sich dann mit der Garnele zum Beispiel weiterhelfen. Ja. Manchmal nehme ich auch lecker Thunfisch. Es gibt auch, wie heißt das, wenn der... gekochter Thunfisch. Gekochter Thunfisch. Das ist, wer das noch nie probiert hat, gekochten Thunfisch und Cream Cheese innen drin. Genau. Hühnchen gibt es natürlich auch, so eine Sachen. Oder außen frittiert, da gehen wir jetzt in die Tempura-Richtung. Die ist natürlich immer... Die ist mega lecker. Wer Vegetarier ist oder generell auch Fleisch ist oder Fisch, wenn dort steht Tempura... Ja, das hört ist immer, immer frittiert. Also wir sind schon so oft in die Tempura-Falle getappt. Aber sie hat immer sehr lecker geschmeckt. Also ja, ich habe mich dann doch nicht so geärgert. Ja. Aber wenn jemand gerade darauf achtet, dann aufgepasst, es ist immer frittiert. Sie. Schmeckt aber auch super lecker. Ja. Genau. So, jetzt zeig mal, wie du mit Stäbchen isst, bitte. Das kann ich doch. Guck mal, Alina kann wirklich... Wo sind eigentlich meine Stäbchen? Gab's nicht. Wie, wir haben kein Stäbchen mehr? So. Mhm. Wir haben schon immer einen riesen Sojasoßen-Pottich. Also mal ein bisschen mehr als alle anderen nehmen. Genau. Die wissen jetzt schon. Und immer schön rein. Genau. Zack. Mmh. Oh, mir hast du auch einen Riesenbottich überlassen an Sojasauce. Danke. Ich hab gekleckert. Das ist ja was ganz Neues. So, also wir genießen jetzt das Mittag. Wir sind raus, aber ich wollte es euch mal gezeigt haben. Ein paar Alternativen gesagt haben und guten Appetit, Julian. Bis dann. So, und am Nachmittag werde ich auch nicht verhungern hier im Büro, weil ab und zu gibt es auch Produktverköstigungen. Und heute hatte ich gerade eine mit Flo, die ist jetzt schon vorbei, aber ich habe gedacht, das muss ich euch noch ganz kurz mit aufnehmen, weil dann gibt es heute, oder heute gab es zum Beispiel neue McTastic-Sorten zum Testen. Und die werden mir dann hier immer lecker in einem Quark angemacht von Flo. Und das sieht dann so aus. Also, es wird so angemacht, dass hier ganz viele Tassen stehen und in denen ist schon Magerquark. Und natürlich das McTastic-Pulver. Und mir wurde nicht gesagt, so sehen die Tüten da nämlich aus, was da drin ist, damit man sich auch nicht täuschen lässt von dem Geschmack, der auf der Tüte steht. Und ja, dann darf ich hier allerlei immer verköstigen. Manchmal denkt man es schon an der Farbe zu wissen, aber zum Beispiel bei den Sorten, da sieht man das jetzt nicht. Ich darf auch leider noch nicht verraten, was es alles ist. Aber von diesen, wie viel sind es denn jetzt? 7 Sorten sind 3, denke ich mal, schon perfekt. Jetzt, die anderen müssen nochmal nachgefasst werden. Und das Team muss auch nochmal testen. Und dann geht es erst in den nächsten Schritt. Und dann irgendwann kommen sie auch für euch raus. Sie lieben, und das Restaurant, wo ich bin, da waren wir schon ganz oft Sushi essen und eins der Mahlzeiten, die haben wir auch hier eingenommen. Und wir dachten uns, wir gehen jetzt mit dem kompletten Team, ich glaube, wir sind 30 Leute hier sitzen, der Seite welcher auch mit hier. Jetzt wird hier gerade getrinkt. Sorry. Auf jeden Fall dachten wir, gehen wir mit dem Team doch auch mal hier essen, weil es so lecker ist. Und jetzt gibt es hier gerade frittierte Garnele mit Wasabi-Soße und Edamame mit Meersalz als Vorspeise. So, und Joni und ich sind ein gutes und ein nicht so gutes Duo, weil Joni isst kein Fisch, deswegen kann ich den Lachs hier auch alleine essen. Aber dafür essen wir beide ziemlich gerne Edamame. Alina hat mehr, das sieht man eindeutig. Du hast bestimmt eindeutig was in meine Schüssel gepackt, ich sag's dir. Niemals. Guck, das waren zwei Mal. Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Theo, was war dein absoluter Favorit? Ich würde sagen, das Gerät hier. Creme Brûlée. Das war eine Creme Brûlée. Und deins? Alle. Alle. Steffi? Hier, das. Das war irgendwas mit Schokolade, Minze. Ah, und Perlen. Und das hier, was war das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Matcha-Kuchen. Ach, mit dem Schokoladen-Kern, ne? Ja, das war auch gut. So, also,
Wir haben uns jetzt Hubsala voll gegessen und sind und ich sag euch tschüss.